Zombie Apocalypse. Was war denn das, Alter? Ja, das ist passiert, ne? Was? Hat aber noch nicht aufgezeichnet. Doch. Aber ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Bitte. Aber da würde ich mal sagen, hallo und... Scheiße, Alter. Was? Jedes Mal passiert das, scheiße. Nur dir. Maschallah, der Hübsche. Und somit sage ich mal, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag. Grüßt euch, meine Freunde. Endlich wieder fahren. Wetter, Ordinese. Corona ein bisschen. Oh oh. Scheiß auf Corona, da will ich gar nicht drüber reden. Endlich wieder alles ein bisschen lockerer. Und ja, Fahrschulen dürfen endlich wieder aufmachen. Bedeutet, bald geht's los. Bald darf ich auch sowas da vorne fahren. Oh mein Gott, ich hab so Bock. Oh Mann. Aber bis es soweit ist, muss ich mich noch ein bisschen mit dem hier vergnügen. Eigentlich war ja geplant, dass ich von dem Herrn da sein Yamaha X-Max fahre, wo ich ja damals kurz gefahren bin und gesagt habe, da gibt es mal ein größeres Video. Aber leider springt das Ding nicht an. Deswegen habe ich meinen Drehgartenroller auspackt. Oh Mann ey, ist das schön. Ist das einfach wieder fucking schön. Auch wenn es nicht sowas ist, aber einfach dieses Feeling. Ja. Geil. Gefällt mir. Der Plan ist heute, also ich muss auf jeden Fall Moped waschen. Moped. Roller. Aber zuvor müssen wir erstmal hier zu Honda Meier, weil irgendwas mit in seiner Griffheizung nicht passt. Und da habe ich mir gedacht, korrekt, da kann man doch gleich mal ein kleines Video draus machen, weißt du? Weil kam ja lange nichts mehr. Aber ich habe auch einfach die ganze Zeit nichts mehr gemacht, ne? Weil konnte man eh nichts tun. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen euch einfach mit auf der kleinen Reise. Hoffentlich passiert keine Scheiße. Und einen richtigen Plan für heute gibt es nicht. Außer zu Meyers fahren, ein paar Mopeds anschauen. Mal schauen, vielleicht ist da was für mich dabei. Und dann auf jeden Fall Roller waschen. Weil das Wetter soll jetzt gut bleiben. Da kann man Ski fahren. Ja. Ich komme. Wahnsinn. Ich kann es echt nicht mehr erwarten. Ich kann es nicht erwarten, bis es endlich soweit ist. Das ist unglaublich. Erstmal Thermomat reinhauen. Boah. Boah, windig ey. Ich habe so Lust. Das ist unglaublich. Ich habe einfach so hart Lust. Jetzt sehe ich auch zum ersten Mal den sein Moped so wirklich, wie es rollt. In ein paar Videos hat man ja schon gesehen. Der nette Herr hat was an dem Moped wegen so umgebastelt. Hier Kennzeichenhalter, Rücklicht, die überkrassen Spiegel, wo er selber gesagt hat, dass die der übelste Scheiß sind. Sehen zwar geil aus. Loco! Aber sind halt für ein S, ne? Wait a minute! Who are you? Deswegen, nee. Also diese Spiegel, ich weiß, Moped sieht schon
fucking brutal aus jetzt, ne? Auch die kleinen Blinker, dass die so hell sind, ist crazy. Da ist das E-Zeichen fast größer als überhaupt der Blinker selber. Und ich höre endlich mal den Auspuff, Alter. Seinen neuen. Den hat man, glaube ich, noch gar nicht gesehen, das Ding da. Dass er einen neuen Auspuff hat. Der freut sich, Alter. Der freut sich wie ein kleines Schnitzel, Alter. Wie ein Schnitzel. Und was wir heute auf jeden Fall auch noch machen müssen, also ich und der da, ist unbedingt schauen, was man machen kann, dass man während der Fahrt reden kann und das Ganze auch noch hört. Also sozusagen, dass man ihn auf der Aufnahme hört. Das ist so, das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Aber das kriegt man irgendwie raus. Deswegen, heute Abend haben wir gesagt, essen wir eine Kleinigkeit, trinken ein wenig was und kümmern uns um Kommunikation. Falls einer aber weiß, schau mal so vorab, ne? Ich mache meine Videos schon eh nicht viele Leute. Danke dafür. Aber vielleicht ist ja trotzdem einer davon da, der das Video anschaut, der weiß, ob es schon irgendwas auf dem Markt gibt, was nicht allzu teuer ist und wo man das verbinden kann. Was ist denn los? Ich gebe auch Vollgas. Gazelle machen, belehrt. Dann geht es schon. Ach ja. Trotzdem muss man echt aufpassen bei dem Wetter jetzt noch, weil ein wenig Salz auf den Straßen liegt, ne? Von dem schönen Winter, wo wir hatten, der wo hart reingekickt hat dieses Mal. Aber ist ja wurscht. Jetzt hat er Tonne. Ich hab Hunger. Ich glaube, ich muss was essen jetzt dann. Muss ja mal dem Kollegen da vorne sagen. Was bringt der Tausender Maschine, Alter, wenn der Biagio mit einem X9 um die Ecke kommt, Alter? Da kennt er nix! Wow, das macht so fucking Spaß! Auch wenn es bloß ein Roller ist! Mann! Kann jeden verstehen, der Moped fährt oder Roller fährt und boah, das ist einfach, es gibt nichts fucking Schöneres, als bei so einem Wetter genau das zu machen. Genau das, die Gazelle belehrt, Alter. Oh Mann, ich hoffe, dieses Jahr wird einfach nur geil. Schöne Videos aufnehmen, auch irgendwo schöne Strecken fahren, ein wenig weiter wegfahren, Urlaub machen mit dem Moped, boah. Content Creator sein Vorder wird dieses Jahr. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Aber Bock habe ich auf jeden Fall. Mit meinem Fahrlehrer habe ich auch schon gequatscht. Der hat auch gesagt, weißt was? Was spricht eigentlich dagegen, dass man während der Fahrschule filmt? Muss halt natürlich mich konzentrieren und auf ihn hören, ne? Und seinen Anweisungen befolgen. Vielleicht gebe ich ihm auch mal die GoPro einfach in die Hand, dass er filmt, wie ich mich anstelle, wie so ein Dulli. Aber wird geil. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt so bleibt, dass ich direkt loslegen kann nächsten Monat und so schnell wie möglich meine praktische Prüfung ablegen kann. Und dann Moped kaufen und heizen, Alter. Wheelie, Stoppies, 360s. Alles. Das volle Programm. Aber eine wichtige Entscheidung ist auch immer noch nicht gefällt, was ich mir für ein Moped kaufe, Alter. Fällt mir gerade so nebenbei ein. Das
sowas ist, glaube ich, zu klein für mich. Wollen wir später mal drauf hocken. Hocke ich mich mal drauf, hau mal den ersten Gang rein, zieh einen Wheelie durch. Ciao, Alter. Okay. Gas zuklemmt schon wieder. Wollen wir mal ein wenig WD-40 mal donnern. Ist mal wieder ein wenig geschmeidiges hier. Oh. Der grinst, Alter. Der freut sich, dass endlich losgeht. Endlich kann er fahren. Aber ich glaube, ich könnte es auch nicht erwarten. Wenn ich mein Moped in der Garage hätte. Ich glaube, ich wäre sogar bei Schnee gefahren. Das wäre mal was gewesen, Alter. Einfach drauf und gib ihm. Füße am Boden und lang schlittern. Er hat sich gerade wunderbar um meinen Auspuff Fehlzündung gemacht. Aber ist halt so. Jetzt sind wir gleich da. Und mir fällt gerade ein, man darf hier gar nicht rein. Weil Corona, Mona, Mona, so eine Scheiße. Ich wollte Moped schauen. Das war's jetzt dann wohl. Ja, läuft. Doch kein Content Creator hier. Sagt, er geht Moped anschauen. Sagt, er geht Mopeds anschauen. Und man darf hier normalerweise nicht in den Laden rein. Man darf hier, glaube ich, bloß in die Werkstatt, aber nicht in den Verkauf rein. Deswegen verschissel mei Nissel. Da stehen die Dinger drin. Deswegen, ich würde jetzt noch mal sagen, mal jetzt mal einen kurzen Break. Schauen wir mal, was da abgeht bei dem jungen Herrn. Und dann geht ab, die Luzi. Geht's oder brauchst du Hilfe? Hä? Brauchst du Hilfe oder geht's? Nö. Was nö? Jetzt brauche ich Hilfe. Warum? Dann haben wir mal rufen, da schon mal. Nee. Das ist dein Moped-Schlüssel. Ja. Wow. Ach ja. Zum Glück ist die Kamera schon gelaufen. Na. Nur Frage. Echt nicht? Ja. Oh Mann. Ich hab's gerochen, Alter, ich schwör's dir. Ah. Gefällt mir. Mann, Mann, Mann! Frisch gestärkt und hallo! Was soll denn der Scheiß? Geht einfach wieder aus. Puh. Sag einmal! Habt ihr nicht einmal eine Kupplung da? Warum geht denn da und aus? Gefällt mir jetzt gar nicht. So, alles erledigt. Honda gewesen. Jetzt waren wir gerade hier beim Metzger, haben uns schön zwei Leberkässemmeln reingehauen. Mit Tipp von der Verkäuferin, Ketchup und Senf. Noch nie gegessen, aber ich muss ehrlich sagen, das war gut. Also hätte ich nicht gedacht, so dieses süße und mittelscharfe war lecker. Oha. Oha, ist geil. Ja, was steht jetzt noch auf dem Plan? Moped und Roller waschen. Budi kommt auch mit ST. Und dann werden wir eigentlich heute bloß noch ein wenig da chillen. Mal wieder ein wenig quatschen. Auto waschen, Mopeds waschen, Roller waschen. Und recht viel wird heute, denke ich mal, nicht mehr passieren. Ne? Deswegen würde ich sagen, genießt noch die wilde Fahrt auf den 125er Piaggio X9, Alter.
Wo ist er denn? Fährt er im Kreis oder was? Oder bin ich jetzt falsch gefahren? Wo ist er denn? Ne, fährt im Kreis. Ich glaube, ich bin. Warum fährt er im Kreis? Deswegen fährt er im Kreis. Im Gazellenmodus ist er vorbeigeflitzt, Alter. Naja. Es ist schon schön. Ich habe so eine Vorfreude. Es ist unglaublich. Willi Junge! Oha! Ist ja voll Hütte belehrt. Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Geil! Ja, ich würde sagen, jetzt können wir erstmal warten, ne? Dann würde ich sagen, wir beenden das Video hier. Genug Blödsinn gemacht für heute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Ich höre einfach auf. Haut euch rein. Viel Spaß noch. Danke, dass ihr zugeschaut habt und hadi alla.